Ramadan und Ernährung. Ramadan und Ernährung. Ramadan ist der 9. Monat im islamischen Kalender. In dieser Zeit wird es als eine religiöse Pflicht für alle Muslime angesehen zu fasten. Doch Ramadan bedeutet nicht nur, ab dem Zeitpunkt der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen sowie Trinken zu verzichten. Auch die Einnahme von Medikamenten ist gemäß dem Koran nicht vorgesehen. Um möglicherweise negative Folgen für die Gesundheit im Ramadan zu vermeiden, ist es wichtig, einige Aspekte zugunsten des eigenen Körpers zu beachten. Ramadan, Zeit der Enthaltsamkeit. Der Ramadan wird als Zeit der Enthaltsamkeit von gläubigen Muslimen gelebt, damit steht auch eine intensive Beschäftigung mit Gebeten bzw. das Lesen des Korans in Verbindung. Die Verpflichtung auf Essen, Trinken sowie anderen Genuss wie etwa Geschlechtsverkehr oder Rauchen im Ramadan zu verzichten ist eine der 5 Säulen der islamischen Lebensweise. Der Koran hält fest, dass alle erwachsenen Frauen und Männer sowie Kinder ab der Pubertät den Ramadan einzuhalten haben. Schwangere Frauen, stillende Mütter sowie Frauen, die ihre Periode haben, müssen am Ramadan nicht teilnehmen, die Fastentage müssen aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Unerwünschte Begleiterscheinungen. Auch ältere und kranke Menschen sind vom Fasten im Ramadan befreit, sie sollen in dieser Zeit zum Ausgleich anderen Menschen in ihrer Umgebung etwas Gutes tun, zum Beispiel Speisen für Bedürftige zubereiten. Doch durch den Verzicht von Nahrung können aber möglicherweise auch bei gesunden Menschen gesundheitliche Probleme entstehen. Unerwünschte Begleiterscheinungen im Ramadan, aber auch allgemein, können etwa Kopfweh, Kreislaufbeschwerden oder Konzentrationsschwäche sein. Um ein gesundheitliches Risiko so gering wie möglich zu halten, ist es im Ramadan sinnvoll, den Alltag, wenn möglich auch beruflich, der enthaltsamen Lebensweise anzupassen sowie auf eine ausgewogene Ernährung zu den erlaubten Speisezeiten zu achten. Enthaltsam leben, genügsam essen. Nach dem Untergang der Sonne wird das Fasten im Ramadan bis zum Aufgang der Sonne unterbrochen. Während dieser Zeit ist es üblich, dass sich die komplette Familie sowie Freunde treffen, um gemeinsam zu speisen. Durch den Verzicht von Nahrungsmitteln am Tag neigen viele Fastende dazu, während des Fastenbruchs so viele Nahrungsmittel wie möglich zu konsumieren. Doch ist hier Vorsicht geboten, wer am Abend zum Iftar, der Mahlzeit nach Sonnenuntergang, fettige, frittierte Nahrungsmittel oder auch stark gewürztes Essen zu sich nimmt, erhöht die Gefahr von eventuellen Magenschmerzen, Verdauungsproblemen oder Sodbrennen. Aus diesem Grund kann es hilfreich sein, auf bestimmte Nahrungsmittel im Ramadan zu verzichten. Um dem Körper trotz Fasten die notwendige Energie zu geben, die er benötigt, können gezielt ausgesuchte Nahrungsmittel zu den Essenszeiten hilfreich sein.